Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Einige von euch haben mich in Kommentaren unter Videos oder auch direkt per E-Mail gefragt, ob ich nicht eine Reihe zum Thema Deutschtest für den Beruf machen kann. Und ja, das möchte ich natürlich gerne tun. Vielen Dank schon mal für die Anregung. Und heute wollen wir eben diese Serie starten, in der wir uns mit dem Deutschtest für den Beruf B2 beschäftigen wollen. Wenn ihr ab Sommer 2022 einen vom Bundesamt geförderten Sprachkurs absolviert, dann wird das so ein neu konzipierter Berufssprachkurs sein, an dessen Ende dann ein Deutschtest für den Beruf in der jeweiligen Stufe auf euch wartet. Und heute beginnen wollen wir uns eben mit dem B2-Test beschäftigen. In der heutigen ersten Folge möchte ich euch ein paar sehr wichtige Informationen zum Deutschtest für den Beruf B2 allgemein geben. Ein paar Fragen, die sich viele stellen, wenn sie vor dieser B2-Prüfung stehen, möchte ich euch hoffentlich heute beantworten. Und natürlich möchte ich euch auch ein bisschen über den Ablauf der neu konzipierten B2-Prüfung erzählen und am Ende auch ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr euch möglichst gut auf den Test vorbereiten könnt und wo ihr Vorbereitungsmaterial findet. In den weiteren Folgen dieser Reihe wollen wir uns dann einen Modelltest vorknöpfen und wollen den dann einmal gemeinsam durcharbeiten. Und ich will euch dort dann nicht nur erzählen, welche Lösungen die richtigen sind, sondern eben auch, wieso, weshalb und warum. Ja, ich hoffe, wie immer, dass euch dieses Video, dass euch diese Reihe gefällt und dass ihr euch eben hilft, euch ein bisschen die Scheu vor dieser Prüfung zu nehmen und euch möglichst gut auf den Deutschtest für den Beruf B2 vorzubereiten. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Dann wollen wir uns mal dem Thema Deutschtest für den Beruf B2 nähern. Ja, ab wann sind diese neuen Deutschtests für den Beruf oder auch abgekürzt DTB verbindlich? Allgemein kann man sagen, ab dem Kalenderjahr 2022. Es gab Übergangsfristen im ersten Halbjahr 2022, da konnten die Bildungsträger sich noch überlegen, ob sie einen Sprachkurs nach altem Modell anbieten oder schon einen Sprachkurs nach dem neuen Modell anbieten. Aber ab Sommer 2022, da sind eben die neuen Berufssprachkurse verbindlich, an deren Ende dann der entsprechende Deutschtest für den Beruf steht. Und diese Deutschtests für den Beruf, die sind eben verbindlich, also vorgeschrieben für alle Teilnehmer an den neu konzipierten Berufssprachkursen. Und es gibt diese Sprachkurse, diese neu konzipierten Berufssprachkurse eben auf dem Niveau A2, B1, B2 und C1. Ja, und natürlich stellt man sich die Frage, warum gibt es diese neuen Berufssprachkurse und warum gibt es diese neuen Deutschtests für den Beruf? Nun, einmal gab es bei den vorangegangenen Prüfungsformaten und Kursformaten das Problem, dass die Bestehensquoten immer weiter abgesackt sind. Also immer weniger Teilnehmer haben die alten Sprachkurse geschafft und haben dann die Prüfung am Ende bestanden. Bei
den B2-Kursen waren das so im Schnitt ein Drittel der Prüfungsteilnehmer, die dann eben die Prüfung bestanden haben. Bei den C1-Kursen, da waren es sogar nur so ungefähr 10% aller Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden haben. Und das war ein Grund, warum man sich eben gedacht hat, dass man etwas ändern muss. Der nächste Grund, der war ganz anderer Natur. Und zwar war es eben so, dass auch die Teilnehmer, die die Prüfung bestanden haben, wenn sie dann später einen Job gesucht haben, wenn sie dann später versucht haben, in der Berufswelt, in der Arbeitswelt in Deutschland Fuß zu fassen, dass sie eben überhaupt nicht über das entsprechende Vokabular, also den entsprechenden Wortschatz, verfügten, dass sie überhaupt keine Idee hatten, was sie im Berufsleben erwartet, welche Anforderungen dort an sie gestellt werden, dass sie überhaupt keine Abläufe von Firmen kannten und. Also dass eben von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Firmen ja dieses Thema aufgeworfen wurde, dass man dort eben Sprachunterricht macht, Sprachkurse macht, die aber an den Bedürfnissen der Firmen, der Unternehmen, der Wirtschaft vorbeigehen, dass man dort eben ja nicht genug auf das Thema Arbeitswelt und Beruf eingeht. Und natürlich ist es nicht nur ein Bedürfnis der Wirtschaft, der Unternehmen, dass die Sprachkursteilnehmer möglichst gut auf die Arbeitswelt vorbereitet sind, sondern natürlich auch auf der anderen Seite ein Bedürfnis der Sprachkursteilnehmer, dass sie eben, wenn sie sich vorstellen, wenn sie einen Beruf ergreifen wollen, dass sie dann eben durch die Sprachkurse darauf vorbereitet worden sind. Viele Kursteilnehmer, die wir in der Vergangenheit hatten, die haben eben in den Sprachkursen beklagt, dass die Themen so allgemeiner Natur sind, dass man sich Gedanken macht über alle möglichen Sachen, aber dass man in den Sprachkursen nicht oder aus ihrer Sicht nicht ausreichend auf die spätere Arbeitswelt, auf das spätere Arbeitsleben vorbereitet wird. Und um eben diesen Wünschen Genüge zu tun und um diese Defizite möglichst auszugleichen, hat man dann eben diese neuen Berufssprachkurse entwickelt und an deren Ende eben diese Deutschtests für den Beruf gestellt. Ja, und was ist nun inhaltlich neu, sowohl an den Sprachkursen als auch an den neuen Sprachprüfungen? Man könnte allgemein sagen, neu ist eben, dass sie nicht mehr allgemeiner Natur sind, also viele Themen abdecken, sondern dass sie sich eben ausschließlich auf das Thema Arbeit und Beruf konzentrieren. Also wenn ihr schon in einem solchen neuen Berufssprachkurs sitzt, dann werdet ihr eben feststellen, dass man sich ausschließlich mit dem Thema Arbeitswelt und Beruf beschäftigt. Also beispielsweise in einem B2-Kurs, da fängt man eben damit an, dass man das Bewerbungsverfahren bespricht, dass man sich verschiedene Firmen anschaut, Organigramme anschaut, dass man in verschiedene Abteilungen von Firmen guckt, verschiedene Abläufe in Firmen bespricht und. Also der Sprachkurs beschäftigt sich inhaltlich ausschließlich mit dem Thema Arbeit und Beruf und da schaut man eben in verschiedene Firmen, in verschiedene Branchen hinein. Ja, und das spiegelt sich natürlich auch in den Sprachkursen durchgenommenen Themen, Textsorten und Situationen wieder. Also alle Themen, alle Textsorten, alle Situationen sind beruflicher Natur. Es sind dann formelle E-Mails, es sind Pausengespräche mit Kollegen, es sind Dienstpläne, es sind Willkommensmappen, es sind alle möglichen, wie gesagt, Textsorten und auch Gesprächssituationen, die es im Berufsleben, in der Arbeitswelt gibt, die werden mit euch in den Berufssprachkursen durchgenommen und dann eben in der Prüfung am Ende von euch abverlangt. Ja, und wenn wir uns nun
den Deutschtest für den Beruf B2 genauer anschauen, dann sehen wir eben, dass er aus 6 Subtests besteht, also aus 6 Unterkategorien, will ich mal sagen. Wir haben einmal die Kategorie Lesen, dann haben wir Lesen und Schreiben, dann haben wir Hören, dann haben wir Hören und Schreiben, dann haben wir Schreiben und Sprachbausteine bzw. Sprachbausteine und Schreiben und als letztes haben wir den Subtest oder die Kategorie Sprechen. Und diese 6 Unterkategorien, die sind wieder untergliedert in sehr viele Aufgaben. Insgesamt sind es 18 Aufgaben, beziehungsweise wenn man beim Sprechen den Teil 1 auch noch untergliedert, so wie es das Bundesamt und die TELG machen, dann haben wir sogar 20 Aufgaben, die vor euch stehen, die ihr bewältigen sollt. Keine Sorge, das ist alles nicht fürchterlich schrecklich, das ist alles machbar, darauf kann man sich gut vorbereiten und ich hoffe ja auch mit diesem Video und mit dieser Videoreihe euch dabei möglichst gut zu helfen. Ja, und im Vergleich zu der vorherigen B2-Prüfung gibt es natürlich noch weitere Veränderungen und zwar diese sogenannten Mediationsaufgaben, also diese Kombination aus Lesen und Schreiben und Hören und Schreiben. Das sind auch Aufgaben, die eben dem Wunsch nach möglichst guter Vorbereitung auf den Beruf, auf die Arbeitswelt geschuldet sind. Ja, also ihr lest 2 Texte und ihr sollt dann eben etwas dieser Situation entsprechendes schreiben. Oder ihr hört etwas und ihr sollt dann eben der Situation entsprechend etwas zu Papier bringen. Das ist eine der Neuerungen. Die nächste Neuerung ist, dass die Schreibaufgaben wesentlich kürzer sind als in den vorangegangenen Prüfungsformaten und die Schreibaufgaben haben keine vorgegebene Wörterzahl. Natürlich soll man dennoch nicht einfach nur 2 Zeilen schreiben, aber es gibt eben keine Vorgabe, schreiben Sie mindestens 50 bis 150 Wörter oder ähnliches, sondern ihr sollt bei den Schreibaufgaben eine der Aufgabe der Situation entsprechendes Schreiben aufsetzen und zu Papier bringen. Ja, und dieser Prüfungsaufbau mit den 6 Unterkategorien und den 18 bzw. 20 Aufgaben, der ist bei allen Deutschtests für den Beruf, egal ob das A2, B1, B2 oder C1 ist, gleich. Es unterscheiden sich natürlich die an die Prüfungsteilnehmer gestellten Anforderungen, aber das Format, der Aufbau, der ist identisch. Und bei dem Deutschtest für den Beruf ist es eben so, dass es keine Skalierung gibt, wie beispielsweise beim Deutschtest für Zuwanderer. Also wenn ihr einen Integrationskurs gemacht habt, dann kennt ihr das ja, dass man eine Prüfung hat und man kann sie eben mit A2 bestehen oder mit B1 bestehen oder eben nicht bestehen. Das ist hier nicht so, sondern ich kann die Prüfung nur bestehen oder eben durchfallen. Aber das war beim alten B2-Test oder bei der alten B2-Prüfung ja auch so. Ja, natürlich gibt es auch noch andere Unterschiede zu den vorangegangenen Prüfungsformaten. So war es ja bei der vorherigen B2-Prüfung so, dass man entweder den schriftlichen Teil bestehen konnte oder den mündlichen Teil und dann konnte man eben innerhalb von einem Kalenderjahr bzw. von einem Jahr den jeweiligen Teil wiederholen. Das ist hier nicht so. Also ihr könnt die Prüfung nur entweder komplett bestehen oder eben komplett nicht bestehen. Also diese Unterteilung in schriftlich bestehen und mündlich nicht oder mündlich bestehen und schriftlich nicht und dann den anderen Teil wiederholen, das gibt es nicht. Man kann den Test nur ganz bestehen oder eben nicht.
Ja, und es ist beim Deutschtest für den Beruf ebenso, dass ihr den gesamten schriftlichen Teil, also die ersten fünf Unterkategorien, die ich vorhin genannt habe, lesen, lesen und schreiben, hören, hören und schreiben und Sprachbausteine und schreiben, dass ihr die komplett in einem Stück ohne Unterbrechung absolvieren müsst. Und dann gibt es eben die mündliche Prüfung oder den Unterteil Sprechen und dort gibt es keine Vorbereitungszeit. Also das ist dann so wie beim Deutschtest für Zuwanderer. Ihr kommt in den Prüfungsraum, ihr bekommt die Aufgaben und dann legt ihr los. Es ist also nicht so wie bei den vorangegangenen B2-Prüfungen, wo ihr in einem Vorbereitungsraum 20 Minuten Zeit habt, euch auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Das ist hier eben nicht mehr so. Ja, und was ebenfalls anders ist als bei den vorangegangenen B2-Prüfungen, das ist die Wahl der Prüfungstermine. Also die Prüfungstermine für diesen Deutschtest für den Beruf B2, die werden bundesweit vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgegeben. Sie finden alle 14 Tage statt. Und ein Bildungsträger kann dann eben für einen vorgegebenen Termin eine Prüfung anmelden, aber er kann sich eben keine Termine mehr frei wählen. Ja, mit Sicherheit interessiert euch nun natürlich auch, wie der Deutschtest für den Beruf B2 bewertet wird. Nun, einfach gesagt könnte man sagen, es gibt insgesamt maximal 240 Punkte und ihr müsst davon 60% erreichen, also 144 Punkte bekommen. Aber ganz so einfach ist es nun doch nicht, denn die vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen werden einzeln bewertet. Für jede dieser vier Fertigkeiten gibt es maximal 60 Punkte und von diesen 60 Punkten in jeder der vier Fertigkeiten müsst ihr 60%, also 36 Punkte erreichen, um die Prüfung zu bestehen. Ihr dürft in einer der vier Fertigkeiten auch weniger als die 60%, also die 36 Punkte bekommen, aber nicht weniger als 40%, also 24 Punkte. Diese Punkte, die ihr dort zu wenig habt, müsst ihr dann mit mehr Punkten aus einer anderen Kategorie ausgleichen. Das ist ungefähr so wie früher in der Schule. Man durfte mit einer 5 noch sitzen bleiben, wenn man in einem anderen Fach eine 1 oder eine 2 hatte. Also ein Beispiel. Ihr schafft beim Lesen 50 Punkte. Ihr schafft beim Hören auch 50 Punkte und ihr schafft beim Sprechen auch 50 Punkte. Aber beim Schreiben, da habt ihr immer große Schwierigkeiten. Dort schafft ihr nur 30 Punkte. Also 50, 50, 50 und 30 sind 180. Ihr habt bestanden. Ein anderes Beispiel. Ihr seid im Lesen ganz gut, da schafft ihr 50 Punkte. Im Hören seid ihr ganz gut, da schafft ihr 50 Punkte. Und ihr seid auch im Schreiben gut und schafft 50 Punkte. Aber in der mündlichen Prüfung seid ihr so nervös, da bekommt ihr fast kein Wort raus. Und das, was ihr sagt, das ist der größte Quatsch, den ihr je von euch gebracht habt. Einfach weil ihr so nervös seid. Und ihr schafft dort nur 20 Punkte. Dann habt ihr 50, 50, 50 und 20 sind 170. Aber weil ihr beim Sprechen nur 20 Punkte geschafft habt, seid ihr durchgefallen. Und das kann man immer so weiterspielen. Also, ihr müsst in jeder Kategorie mindestens 36 Punkte schaffen, in einer der Kategorien oder der Fertigkeiten.
Ihr müsst in jeder Fertigkeit mindestens 36 Punkte schaffen. In einer der Fertigkeiten könnt ihr auch darunter bleiben, aber nicht weniger als 24 Punkte. Und dieses, was dort fehlt, zwischen 24 und 36, müsst ihr mit mehr Punkten aus einer anderen Kategorie ausgleichen, um noch zu bestehen. Das war in der Vergangenheit anders. Da konnte man beispielsweise, wenn man beim Schreiben Schwierigkeiten hatte und dort vielleicht sogar gar keine Punkte bekommen hat, immer noch bestehen, wenn man mit Lesen, Hören und Sprachbausteinen so viele Punkte bekommt, dass man über die erforderlichen Prozente kam. Ja, und wie bekommt ihr diese Punkte? Nun, bei den Leseaufgaben, bei den Höraufgaben und bei den Sprachbausteinen, da ist es natürlich so, da wird kontrolliert, ob ihr die Aufgaben richtig oder falsch beantwortet habt und dann bekommt ihr entsprechende Punkte. Bei den Schreibaufgaben und bei den Sprechaufgaben, da gibt es eben Kriterien, nach denen die Aufgaben durch Prüfer bzw. Bewerter bei den Schreibaufgaben bewertet werden. So, bei den Schreibaufgaben, da gibt es eben die Kriterien inhaltliche Angemessenheit und kommunikative Aufgabenbewältigung, das Kriterium 2, kommunikative Gestaltung, also ist das, was ihr geschrieben habt, klar, verständlich und sind die einzelnen Teile sinnvoll verknüpft. Dann das Kriterium 3 ist die formale Richtigkeit, also die Korrektheit der Strukturen, also beispielsweise Satzbau, dann natürlich die Rechtschreibung und die Zeichensetzung. Und das Kriterium 4, das Spektrum eurer sprachlichen Mittel, also der Wortschatz, ja, die Variantenreichheit oder die Variantenvielfalt, in der ihr geschrieben habt und eben die Komplexität der Strukturen. Also habt ihr nur in Hauptsätzen geschrieben oder Hauptsätze mit Nebensätze oder Schachtelsätze oder. Und bei den Sprechaufgaben, da gibt es die folgenden Kriterien. Das Kriterium 1 ist auch hier die inhaltliche Angemessenheit und die kommunikative Aufgabenbewältigung. Das Kriterium 2, die Aussprache und die Intonation. Das Kriterium 3, die formale Richtigkeit. Und das Kriterium 4, das Spektrum der sprachlichen Mittel, also auch hier die Variantenreichheit, in der ihr bei diesen Aufgaben gesprochen habt. Ja, und wenn man das Ganze so hört, fragt man sich natürlich, was ist denn gut an diesem neuen Deutschtest für den Beruf im Vergleich zu den früheren B2-Prüfungen? Nun, viele Teilnehmer an den neuen Berufssprachkursen und eben auch an der neuen Prüfung, an dem neuen Prüfungsformat, die haben eben einmal als gut empfunden, dass sich dieser Sprachkurs und eben auch die Prüfung auf die Berufs- und Arbeitswelt fokussiert, auf die Berufs- und Arbeitswelt konzentriert und sich nicht mit so vielen verschiedenen anderen Themen beschäftigt. Und mit der Prüfung ganz konkret, da fanden eben viele Teilnehmer die Vielfalt der Aufgabentypen und auch beispielsweise die von euch geforderte Telefonnotiz gut und auch die in der Prüfung drankommenden Forumsbeiträge, die funktionierten besser als Briefe oder E-Mails. Was von den Teilnehmern als besonders anspruchsvoll empfunden wurde, das sind die Kombinationsaufgaben aus Lesen und Schreiben und Hören und Schreiben, die erforderten besonders viel Konzentration, besonders viel Aufmerksamkeit und auch Zeit. Und diese Zeit, die fehlte dann am Ende
bei der reinen Schreibaufgabe. Also da müsst ihr euch dann in der Prüfungsvorbereitung ganz besonders mit beschäftigen, dass ihr eben diese Kombinationsaufgaben gut hinbekommt und damit ihr auch das Zeitmanagement hinbekommt und am Ende genug Zeit für die Schreibaufgabe habt. Ja, und auch der Prüfungsteil Lesen Teil 4 wurde aufgrund der Textsorte und der Fachbegriffe als besonders anspruchsvoll empfunden. Damit werden wir uns in einer späteren Folge dieser Reihe beschäftigen und auf den Teil Lesen Teil 4 dann nochmal ganz besonders eingehen. Ja, nun haben wir uns allgemein mit dem Deutschtest für den Beruf B2 beschäftigt. Wie sieht jetzt der Prüfungstag aus? Also am Prüfungstag, da ist es so, dass ihr morgens in dem Prüfungszentrum ankommt. Meistens ist das ja der Bildungsträger, also die Sprachschule, die ihr schon kennt. Dann sind dort auch die Leute, die ihr kennt, die dort die Aufsicht sind, die die Prüfungsleitenden sind. Die werden euch dann morgens willkommen heißen, werden euch in Empfang nehmen. Dann werden natürlich zuerst die Formalien erledigt, also es wird kontrolliert, ob ihr auch wirklich ihr selbst seid oder euer Bruder oder eure Schwester. Also ihr müsst euren Ausweis dabei haben. Natürlich müsst ihr auch Stifte dabei haben, Bleistifte, das ist ganz wichtig, denn ihr müsst die Antworten auf dem Antwortbogen mit Bleistift markieren und ihr müsst auch die Schreibarbeiten mit Bleistift ausführen, denn der Scanner, der das dann bei der TELG einscannt, der kann nur Bleistifte lesen, also Kugelschreiber und ähnliches, das könnt ihr schon mal alles zu Hause lassen. Dann solltet ihr euch natürlich auch was zu essen und zu trinken mitnehmen und das war's. Also Hilfsmittel in jeglicher Form, Wörterbücher, Smartphone, irgendetwas anderes, das könnt ihr alles zu Hause lassen. Wenn ihr dort morgens am Tag der Prüfung erscheint, dann werden euch eure Handys sowieso abgenommen werden, dann werden eure Taschen, eure Jacken in einen extra Raum eingeschlossen, damit ihr eben ja keine Hilfsmittel benutzen könnt, damit eben niemand irgendwie ja schummeln kann oder einen Spickzettel aus der Tasche holen kann oder ähnliches. Deswegen lasst das gleich zu Hause, nehmt euren Ausweis mit, nehmt einen Stift mit, Taschentücher, was zu essen und zu trinken und das war's dann. Ja, dann werdet ihr in einen Prüfungsraum gebracht. Das ist dann vielleicht euer Unterrichtsraum. Vielleicht werdet ihr auch in zwei Gruppen geteilt, denn ihr müsst dort natürlich mit gewissen Abständen sitzen, damit man eben nicht gucken kann, was der Nachbar markiert, sondern damit ich mich nur auf meine Aufgabenzettel konzentrieren kann. Ja, dann werdet ihr eben, wie gesagt, als erstes die Formalien erledigen. Es wird eben mit eurem Ausweis geprüft, ob ihr auch wirklich ihr selber seid, beziehungsweise ob auch alles richtig geschrieben ist, also die Namen richtig geschrieben sind und die Geburtsorte richtig geschrieben sind und die Adresse richtig geschrieben ist und. Und dann bekommt ihr als erstes den Antwortbogen, den ihr dann ausfüllen müsst. Den Antwortbogen, wie der aussieht, das zeige ich euch in der kommenden Folge, wenn wir uns mit dem Modelltest beschäftigen wollen. Da gehe ich dann drauf ein. Wenn dann alle den Antwortbogen ausgefüllt haben, dann wird es mit der Prüfung losgehen und dann werdet ihr eben die verschiedenen Aufgaben abarbeiten, erstmal lesen, dann lesen und schreiben, dann hören und schreiben und dann Sprachbausteine und schreiben. Und das macht ihr alles in einem Stück ohne Pause. Also ihr seid ungefähr 2 Stunden und 5 Minuten netto, also 2 Stunden und 15 Minuten vielleicht oder vielleicht sogar 2,5 Stunden in einem Stück mit diesem Prüfungsteil beschäftigt. Danach habt ihr eine kleine Pause und dann werdet ihr in einen Aufenthaltsraum gebracht und von dort werden dann die
einzelnen Prüfungspaare in den Prüfungsraum für die mündliche Prüfung gebracht. Die mündliche Prüfung ist üblicherweise eine Paarprüfung und, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt eben im Gegensatz zur früheren B2-Prüfung keine Vorbereitungszeit. Ihr kommt also in den Prüfungsraum, dort sitzen dann die beiden Prüfer, die werden euch begrüßen, werden euch willkommen heißen, dann dürft ihr euch setzen, ihr bekommt dann nach einem kurzen Smalltalk und der da ist, um das Eis zu brechen, bekommt ihr dann die Aufgaben für den Teil 1 und dann werdet ihr eben nach und nach die drei Aufgaben, die beim Sprechen auf euch warten, beim Prüfungsteil Sprechen auf euch warten, abarbeiten. Und wenn ihr das beide gemacht habt, dann werden die Prüfer euch verabschieden, dann ist für euch die Prüfung beendet und ihr könnt nach Hause. Und dann bekommt ihr ein paar Wochen später das Ergebnis und hoffentlich habt ihr die Prüfung bestanden. Ja, das war mal ganz grob der Ablauf des Prüfungstages. Das ist also nichts, wovor ihr euch fürchten müsst. Das sage ich jetzt so locker, weil die Prüfung nicht vor mir liegt. Natürlich kann ich da ganz entspannt sein. Ich weiß natürlich, dass ihr angespannt seid, je näher der Prüfungstag rückt. Das ist ganz normal, das ist auch verständlich, aber Angst haben braucht ihr nicht. Denn ihr seid gut vorbereitet, ihr habt viel gelernt und dann könnt ihr eben die Aufgaben, die dort vor euch liegen, auch gut bewältigen. Da bin ich sicher. Ja, und wie kann man sich, wie könnt ihr euch gut auf diese Deutsch-B2-Prüfung, auf den Deutschtest für den Beruf B2 vorbereiten? Nun, in eurem Sprachkurs, da habt ihr ja die vorgegebenen Lehrwerke und in diesen Lehrwerken, da werden beispielsweise alle Themen, die auf euch warten, die euch erwarten können, alle Gesprächssituationen, die euch erwarten können, alle Textsorten, die euch erwarten können, die werden im Sprachkurs durchgenommen und behandelt. Und die beste Vorbereitung, und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt Deutsch unterrichte, sondern auch, weil ich ja natürlich im Laufe meines Lebens oft auf der anderen Seite saß, als Kursteilnehmer oder Schüler. Die beste Vorbereitung ist gute und aktive Mitarbeit im Unterricht, also nicht nur dort im Unterricht sitzen und die Luft wegatmen, wie wir das früher gesagt haben, sondern wirklich aktiv mitarbeiten, sich mit dem Thema beschäftigen, interessiert sein, Fragen stellen, den Wortschatz lernen. Das ist die allerbeste Vorbereitung, denn diese Vorbereitung dauert mehrere Monate und wenn ihr da immer aktiv mitarbeitet, interessiert seid, dann ist das die allerbeste Vorbereitung. Wenn ihr Kinder habt, dann werdet ihr das an den Kindern sehen, die aktiv im Schulunterricht mitmachen, die brauchen für die Arbeiten kaum lernen. Die anderen, die im Unterricht geistig abwesend sind, die müssen viel für die Arbeiten lernen und bringen dann trotzdem schlechte Noten nach Hause. Und so ungefähr ist es hier beim Sprachkurs auch. Also die beste Vorbereitung ist die aktive, interessierte Mitarbeit im Kurs selbst. Ja, und von diesen ganzen Textsorten, die im Kurs durchgenommen werden, die euch in der Prüfung erwarten können, da solltet ihr die Willkommensmappe und das Protokoll ganz besonders trainieren, damit ihr in diesen beiden Bereichen ganz besonders sicher seid. Denn diese beiden Textsorten werden in der Prüfung ganz besonders im Vordergrund stehen. Ja, dann solltet ihr während des Kurses lernen, üben, Schlüsselwörter herauszulesen, wenn ihr Texte lest oder Schlüsselwörter herauszuhören, wenn ihr eben etwas hört, wenn ihr Gespräche hört, damit ihr eben über diese Schlüsselwörter erfassen könnt, worum es in diesem Text bzw. worum es in diesem Gespräch geht. Des Weiteren solltet ihr üben, auf die Chronologie zu achten, also was ist zuerst passiert, was ist danach passiert, was passiert jetzt, was muss noch passieren oder was braucht nicht mehr
gemacht zu werden. Denn gerade in der Arbeitswelt, im Berufsleben, da ist Chronologie eben ganz wichtig. Ja, was ist schon passiert oder noch nicht? Was passiert jetzt gerade oder was passiert jetzt nicht? Was muss noch gemacht werden? Was muss nicht mehr gemacht werden? Also diese Chronologie, die ist im Berufsleben ganz wichtig und natürlich hier in der Sprachprüfung dann auch. Ja, dann, was die Prüfung angeht, gewöhnt euch an, die für euch leichten Aufgaben zuerst zu machen und danach die schweren. Also ihr müsst die beispielsweise beim Prüfungsteil Lesen nicht die Aufgaben in der Reihenfolge Teil 1, 2, 3 und 4 abarbeiten, sondern wenn ihr für die Prüfung übt, dann werdet ihr feststellen, was für euch leicht ist und was euch schwerer fällt und macht dann in der Prüfung zuerst die Teile, die euch leicht fallen und danach die Teile, die euch schwer fallen. Dann habt ihr nämlich einmal schon ein paar Punkte auf der hohen Kante, will ich mal so sagen, und auch die Gewissheit, dass ihr schon ein paar Sachen geschafft habt und beschäftigt euch dann mit den Sachen, die euch schwerer fallen und für die ihr dann wahrscheinlich auch etwas mehr Zeit braucht. Und das ist auch für euch selber ein besseres Gefühl in der Prüfung. Dann bei den E-Mails übt das immer mit Zeitvorgabe. Also wenn wir uns den Modelltest ab der kommenden Folge anschauen, dann werden wir eben sehen, wie viele Minuten man ungefähr für die einzelnen Untertests einplanen sollte. Und das übt bitte dann auch in der Vorbereitung so. Das heißt also, wenn ihr eine Schreibaufgabe vor allem habt, aber auch bei den Leseaufgaben, dann stellt euch den Timer bei eurem Handy oder stellt euch einen Wecker, damit ihr eben übt, diese Aufgaben in einer bestimmten Zeit zu üben. Denn der größte Gegner bei dem Deutschtest für den Beruf, das ist nicht der Prüfer, das ist auch nicht die Aufsicht, sondern das ist die Zeit. Ihr habt wenig Zeit für die Bewältigung der Aufgaben. Ihr habt wenig Zeit, das Ganze zu lesen. Ihr habt wenig Zeit, um die Schreibaufgaben zu bewältigen. Andersrum in der mündlichen Prüfung, da habt ihr das Gefühl, dass die Uhr gar nicht läuft, aber keine Sorge, auch da läuft die Uhr ganz normal, aber wirklich das Thema Zeit, das ist der größte, der einzige Gegner bei der Prüfung. Ja, und wenn ihr die Schreibaufgaben übt, beziehungsweise die E-Mails übt, da ist es eben so, dass in der Aufgabe oben immer die E-Mail der Teamleitung steht und unten steht immer die E-Mail des Kunden. Und wenn ihr dann eure Antwort schreibt, dann müsst ihr natürlich Punkte aus der E-Mail der Teamleitung, also aus der oberen E-Mail nehmen und auch Punkte aus der unteren E-Mail. Und wenn ihr eure E-Mail schreibt, dann steht am Anfang eurer E-Mail in der Regel immer eine Entschuldigung. Und auch das Thema Forumsbeiträge oder Stellungnahmen, das solltet ihr mit einer Zeitvorgabe üben und denkt dort immer an die einzelnen Punkte. Also zunächst kommt die Einleitung, in der das Thema genannt wird, dann bringt ihr eure eigene Meinung und abschließend dann Ideen und Beispiele. Und denkt daran, diesen Forumsbeitrag, aber auch die E-Mail in Absätzen zu schreiben und vernünftig zu strukturieren und die einzelnen Sätze und Absätze miteinander zu verknüpfen. Ja, und bei den Hör- und Leseaufgaben, da ist es eben ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, was im Text steht, beziehungsweise was gesagt wird. Es geht hier bei den Lese- und Höraufgaben nicht darum, was ihr wisst oder was eure Erfahrung ist, sondern es geht darum, was steht hier im Text oder bei den Höraufgaben, was wird dort gesagt. Und entsprechend dem, was dort im Text geschrieben steht
oder was gesagt wird, sollt ihr die Fragen beantworten. Und wie gesagt, es ist total egal, was ihr wisst oder wie eure Erfahrungen mit diesem Thema sind. Und wenn im Text der größte Quatsch steht oder die Personen, die dort sprechen, den größten Quatsch erzählen und ihr wisst, dass es in Wirklichkeit ganz anders ist, das ist egal. Es geht um das Lesen und um das Hören. Eure Meinung, eure Erfahrung, das sollt ihr beim Schreiben einbringen bzw. beim Sprechen, aber nicht beim Lesen und Hören. Das ist ganz wichtig. Denn das habe ich schon oft in Sprachkursen erlebt, dass dann jemand sagt, ja, aber ich habe das so und so gelernt. Das ist richtig, das ist mit Sicherheit richtig, das ist auch gut so, aber hier geht es um das Lesen, ja, was steht im Text, beziehungsweise beim Hören, was sagen die Personen. Da bitte drauf achten. Ja, und zum Thema Höraufgaben nochmal, dort müsst ihr euch in der Vorbereitung, wenn ihr euch auf die Prüfung vorbereitet, wenn ihr dafür übt, eben einprägen, bei welchen Höraufgaben ihr vorher Zeit habt, um die Aufgaben zu lesen, beziehungsweise bei welchen ihr nachher Zeit habt, um etwas zu ergänzen, damit ihr eben in der Prüfung möglichst souverän an die ganze Sache herangehen könnt. Ja, und plant für die Sprachbausteine nicht zu viel Zeit ein, sondern übt auch hier die Sprachbausteine in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen, damit ihr mehr Zeit habt für die anderen Aufgaben, die auch mehr Punkte bringen als die Sprachbausteine. Und wenn ihr euch für die mündliche Prüfung vorbereitet, da macht bitte nicht den Fehler, irgendetwas auswendig zu lernen, sondern übt das freie Sprechen. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Serie auf den Prüfungsteil sprechen, also auf die mündliche Prüfung, noch näher eingehen und da werdet ihr dann sehen, dass euch beim Deutschtest für den Beruf B2 das Auswendiglernen von irgendwelchen Textbausteinen überhaupt nicht hilft, sondern ihr müsst frei sprechen können, ihr müsst freies Sprechen üben, ihr müsst etwas mit euren Worten formulieren können und nicht einfach auswendig gelernte Fragmente zusammensetzen und daraus dann eure mündliche Prüfung zaubern. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich noch kurz auf Übungsmaterial eingehen, das ihr benutzen könnt, um euch auf den Deutschtest für den Beruf B2 vorzubereiten. Wir haben natürlich einmal die Lehrbuchverlage Cornelsen und Klett, die Übungsmaterial anbieten, das ihr entweder auf den entsprechenden Internetseiten finden und dort kaufen könnt oder das ihr natürlich im Buchhandel kaufen könnt. Darüber hinaus gibt es auch auf der Seite der TELG Übungstests zum Thema Deutschtest für den Beruf B2, die ihr käuflich erwerben könnt. Und es gibt auch einen kostenlosen Modelltest zum Thema Deutschtest für den Beruf B2, den ihr entweder über die Internetseite der TELG oder direkt auf der Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge finden könnt. Mit diesem kostenlosen Modelltest wollen wir uns dann ab der kommenden Woche beschäftigen und die einzelnen Aufgaben einmal komplett durchgehen. Und da will ich euch dann eben bei den einzelnen Prüfungsaufgaben nicht nur erklären, was die richtige Lösung ist, sondern ich will euch eben auch das Wieso, Weshalb, Warum möglichst gut erklären, damit ihr eine Idee habt, wie ihr an die Aufgaben herangehen könnt und wie ihr diese Aufgaben lösen könnt. Und ich bin mir sicher, dass es in Zukunft viel mehr Übungsmaterial für den Deutschtest für den Beruf geben wird,
sei es bei den Schulbuchverlagen, sei es auf der Internetseite der TELG oder sei es einfach die vielen anderen YouTuber oder ja, Deutschlehrer, die Internetseiten, die Blogs und ähnliches haben, um den Leuten, die nach Deutschland kommen, die die deutsche Sprache lernen wollen, sollen oder müssen, etwas an die Hand zu geben. Also von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass es gar nicht so lange dauert, bis ihr auch für dieses Prüfungsformat viel mehr Übungsmaterial findet. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich gucke mal auf den Tacho. Oh Gott, Uwe hat schon wieder viel zu viel erzählt. Ich weiß, dieses Video ist sehr, sehr lang geworden und es war viel Stoff, den ich euch präsentiert habe. Ich hoffe, dass euch ja, diese Fülle an Informationen jetzt nicht erschlagen hat und dass es diese Fülle an Informationen euch jetzt nicht ja, abgeschreckt hat, sondern das Ziel dieses Videos und auch dieser ganzen Videoreihe ist es natürlich, euch ein bisschen Sicherheit an die Hand zu geben, euch ein bisschen Mut zu machen, damit ihr die Scheu vor diesem Deutschtest für den Beruf B2 verliert und damit ihr mit Zuversicht an diese Prüfung herangeht. Wenn ja, dann freut mich das sehr und dann hoffe ich, dass wir uns in der kommenden Folge wiedersehen, wenn wir dann einen Blick auf den Modelltest werfen wollen und wenn wir uns dann mit dem ersten Prüfungsteil, nämlich dem Teil Lesen Teil 1 beschäftigen wollen. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf und dann hoffe ich, dass möglichst viele von euch wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.